Guten Morgen, ich musste heute sehr lachen. Ich habe immer NDR1 morgens, nicht immer, aber fast immer laufen, weil da so schöne Oldies kommen. Bin ja auch old, ne? Und ja, da kam in den Nachrichten tatsächlich sowas wie so eine Kinderaussage. Kleine Kinder sagen doch manchmal, indem sie sich die Augen zuhalten, du siehst mich nicht, weil ich dich nicht sehe. So ungefähr. Und so kam mir dieser Spaß heute Morgen vor. Die Nachrichten waren wirklich herzerfrischend. Ich musste so lachen und dann habe ich schnell gesucht, um das noch per Podcast zu finden. Ich sage dann noch gleich was dazu. Aber jetzt hören wir uns einfach mal NDR 1 an. Das ist praktisch Zitat Nachrichten. Also dann. Osnabrück. Niedersachsens Landesregierung diskutiert eine neue Strategie im Kampf gegen Corona. Gesundheitsministerin Behrendt sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, es sei im Gespräch, die Grenzwerte deutlich anzuheben. Naja, bis hierhin habe ich es heute Morgen im Radio gehört und ich habe mich halt totgelacht. Man setzt einfach schnell mal die Werte hoch und schon ist Corona weg. So einfach kann es gehen. Aber es wurde dann etwas korrigiert, denn ich habe nochmal versucht, das ganze Ding per Podcast zu finden. Fehler ist aufgetreten, das geht nicht. Naja, sagen wir mal Fairness. Wir nehmen mal die korrekte Sache. Ich möchte das jetzt nicht vorlesen, sondern wir hören uns das gleich mal weiter an, wie das dann geändert wurde. Also statt bei einem Inzidenzwert 50 würden strengere Regeln erst bei einer höheren Zahl greifen. Ein zweites Modell sieht vor, vor allem gefährdete Bereiche zu schützen und nicht mehr generelle Corona-Auflagen, zum Beispiel für Betriebe, zu erlassen. Grund ist die entspannte Lage in Kliniken. Behrens erwartet aber, dass Lüften und Schutzmasken uns noch lange begleiten. Naja, jetzt wissen wir es. Also so wurde es dann aufgehübscht und aufgebessert. Wenn es nicht so richtig ist, dann bitte ich um Nachricht von dem NDR bitte. Dann muss ich das Video so korrigieren. Das kann ich so nicht stehen lassen, aber ich weiß, was ich gehört habe. Ich bin schließlich auch nicht ganz von gestern. So, das heißt also, die Nachrichten unterscheiden sich schon manchmal. Ne? Das ist mir schon oft passiert, dass morgens ganz andere Nachrichten kommen als mittags, weil man dann gemerkt hat, wie komisch das klingt. Zum Beispiel hatten sich mal Politiker verabredet und haben gesagt, pass mal auf, du sagst morgen dies und das und ich sag das und das. Und da hat sich damals der Bundespräsident darüber aufgeregt und das kam morgens in den Nachrichten 6:30, aber um 7 war es schon weg. Ich hatte dann die Kollegen rangeholt, habe gesagt, das müsst ihr euch anhören. Schade, da war es schon weg. Na gut, sowas passiert. Dann denke ich mal, ich muss dazu nichts weiter kommentieren. Den Nachtrag zu diesem Buch, der Bezug müsste eindeutig sein. Ihr werdet schon genug kommentieren. Aber wie gesagt, nett bleiben, höflich bleiben und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Habt einen schönen Tag. So kann man doch mal lachend den Tag beginnen. Bis dann. Tschüss.